erkennen könnt, da liegt tatsächlich ein bisschen was von diesem komischen weißen Zeug drauf. Hand an, Fels. Yeah. Hat dermaßen böse der Wind durchgezogen und es war echt gefühlt scheißkalt. Ich wollte einfach relativ schnell wieder runter. Servus zusammen, alle Bergliebhaber, Gipfelstürmer und die, die es noch werden wollen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video von mir und vor allen Dingen zur ersten Tour des Monats. Ja, Freunde, ihr habt abgestimmt und jetzt im Juli hier im Allgäu schickt ihr mich auf den großen Widderstein. Auf uns wartet jetzt ein tagfüllendes Programm mit ca. 17 Kilometer, 1400 Höhenmeter, davon die letzten 400 in Kletterei bis Schwierigkeitsgrad 1. Und da würde ich mal sagen, gehen wir es an. Startpunkt der Tour ist der Wanderparkplatz am Ortsende von Bad. Und hier hat man auch schon direkt den ersten Blick auf das komplette Unterfangen, auf die komplette Mächtigkeit, möchte ich fast sagen, des Unterfangens. Wir gehen also sozusagen heute von hier jetzt einmal hoch zur Bergundhütte, dann weiter bis zum Hochalppass, dann von der Rückseite, da geht der Normalweg hoch auf den Widderstein, wieder zurück, da hinten ist dann irgendwo die Widdersteinalpe, da werden wir wahrscheinlich einkehren und dann geht es über den Gemstelpass und das Gemsteltal wieder zurück. So, Freunde, und da haben wir auch schon den ersten Blick auf unser Tagesziel, den großen Widderstein. Hashtag gewaltig, Hashtag da geht's auf wie, Hashtag Motivation. Ja, unser erstes Ziel ist im Prinzip die Bergundhütte. Da haben wir hier an dem Abzweig, an dem ich jetzt hier angekommen bin, zwei Möglichkeiten. Ihr seht auch übrigens, das ist hier alles phänomenal gut beschildert. Da kann entweder jetzt hier links über den Panoramaweg gehen oder geradeaus den etwas flacheren Weg. Ich will jetzt heute den Geradeausweg, einfach um ein bisschen Zeit zu sparen, weil immerhin die komplette Tour ist mit roundabout 8 Stunden angegeben. Das ist schon eine Hausnummer. Und da schauen wir mal, dass wir die nicht zu überstrapazieren. So, im Hintergrund seht ihr die Bergundhütte, die haben wir gerade hinter uns gelassen. Ich habe jetzt da eben bei einer kleinen Pause auf der Hütte festgestellt, dass mein Outdoor Active Tracking mal kurz einen Aussetzer gehabt hat. Deswegen nicht wundern, wenn ihr euch den Track dann anschaut, da fehlt leider ein kleines Stück. Ist aber unproblematisch, weil es bis dahin eigentlich immer der Forststraße entlang geht. Und von hier ab ist jetzt das nächste Ziel der Hochalppass. Und ihr seht schon, mit Forststraße in dem Sinn ist jetzt hier schon Ende. Es wird langsam etwas mehr Steigcharakter.
gute Stunde vom Parkplatz aus bin ich jetzt unterwegs. Seht ihr, der Steig ist jetzt hier langsam schon ein bisschen steiler geworden. Typischer wurzliger Waldsteig halt. Sehr barzig durch die vielen Regenfälle in letzter Zeit. Ja, ich bin jetzt ungefähr auf 1550 Meter schon. Hälfte des Weges zum Hochalppass haben wir soweit. Immer wieder wunderschöne neue Perspektiven haben wir hier auf dem Weg zu unserem Tagesziel. Das macht es tatsächlich sehr spannend und sehr interessant. So, kurzer Rückblick mal runter ins Bergüntal. Da kamen wir gerade aus dem Wald und auch aus der Waldgrenze raus. Hier, Freunde, wie ihr seht, begeben wir uns jetzt hier langsam in diese wunderschöne alpine bzw. hochalpine Landschaft. Ein Traum. So, hier nochmal ein Rückblick. Da unten kamen wir her. Und hier rum ein bisschen Serpentinen auf. Jo. Ein bisschen Autobahn ist das schon, selbst da unten, da kommen es die Menschenmassen. So, mittlerweile sind wir jetzt hier kurz vorm Hochalppass. Ihr seht da drüben auf der linken Seite die Einblicke und Ausblicke zum großen Widerstein. Werden Stück für Stück informativer. Wie ihr erkennen könnt, da liegt tatsächlich ein bisschen was von diesem komischen weißen Zeug drauf. Wir haben Ende Juli und tatsächlich hat es hier gestern da oben geschneit. Jawohl, nächstes Etappenziel erreicht, der Hochalppass auf 1940 Meter. Ja, ziemlich genau 2 Stunden habe ich da jetzt vom Parkplatz hierher gebraucht. Das passt. So, und jetzt gebt es euch doch schon mal diese erste Aussicht hier. Ist das nicht ein Traum? Sehr, sehr, sehr prominent. Direkt voraus haben wir den Biberkopf. Genau, sogar die Kuh stimmt zu, traumhaft. Links davon das hohe Licht. Und vielleicht könnt ihr es erkennen, ganz da drüben, sehr markant, die Holzgauer Wetterspitze. Phänomenal. Da drüben seht ihr übrigens auch die Wittersteinhütte. Das ist im Prinzip vom Plan her nachher meine Station fürs Mittagessen, nachdem wir hoffentlich den Gipfel oben erreicht haben. Kleiner Rückblick. Da unten war der Hochalppass. Hier die obere Bergundalpe. Ja, ihr seht schon, das sind doch noch einige Höhenmeter, die es hier zu machen gibt, bevor man überhaupt erstmal zum Einstieg zur Felsroute kommt. Sehr schön auch da drüben zu sehen, der Hochtannbergpass. Das ist im Prinzip die Kfz-Variante dieses Passes hier. Da kommt sie dann vom Bregenzer Wald quasi rüber ins obere Lechtal. Jo, und jetzt baut er sich vor uns auf, gewaltig, der große Widerstein. Wuhu! Da seht ihr nochmal das Gelände. Sehr schottrig, ging es jetzt hier ein bisschen in Serpentinen auf. Jo. Übrigens, orientierungsmäßig auch die Kletterroute überhaupt kein Problem. Sehr gut markiert. Lasst euch aber bitte nicht davon täuschen, dass das hier blau markiert ist. Im Allgäu, genauso wie in der Schweiz, steht blau-weiße Markierung für die höchste und damit schwerste Tourenkategorie. Also da nicht irgendwie naiv an die Sache rangehen. Der große Witterstein ist zumindest für Ungeübte nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Erster kleiner Schrofenaufschwung und endlich fängt jetzt hier mal ein bisschen der Spaß an. Hand an Fels, yeah! Aber das ist hier noch maximal ein unterer Einser, wenn überhaupt. Und mal kurz die Stelle von oben und wieder Gehgelände weiter. Genau, Helm ist auf, Kletterhandschuhe an, jetzt geht's ins hochalpine Kraxelgelände. Viel Spaß!
Genau, mal kurzer Rückblick auf die ersten paar Stellen. Das waren ja zwei kleine Kraxelstellen, maximal unterer erster Schwierigkeitsgrad. Ja, und da sieht es jetzt ja am Gelände. Kantig, steil, aber eigentlich noch Gehgelände. Für Geübte nicht wirklich schwer. So, hier nochmal ein kurzer Rückblick. Also ihr seht schon, das geht schon ordentlich steil hier nach oben. Und im Prinzip genauso geht es hier auch weiter. So, hier kommen wir jetzt in so eine schöne, lustige kleine Rinne, die jetzt schon eher oberer erster Schwierigkeitsgrad ist, aber super kompakt, Griffe, Tritte, überhaupt kein Problem. Das geht auch. Habe ich tatsächlich schwieriger in Erinnerung gehabt. So, jetzt oben ist eine Markierung, okay? Hier auch nochmal der Rückblick. Das war diese kleine Rinne. Da ging es dann wieder aus. Jo. Sehr schöner Rückblick hier auch nochmal auf die Kraxel, auf das Kraxelgelände. Jo, und da oben haben wir es dann ja gleich. So, an der Stelle wird es jetzt hier gerade mal ein kleines bisschen plattig. Ist ein bisschen was für die Reibung der Sohle. Geht aber prinzipiell ganz gut, passt es auf, wenn eure Sohlen da nass sein sollten. Gerade jetzt, wo hier überall das Wasser drüber läuft, ein bisschen Obacht geben. Geht aber auch gut. Oh yes. So, wir sind am Kamm. So, die letzten paar Meter anregende Kraxelei und da drüben haben wir dann gleich den Gipfel. Wuhu. Ja, Freunde, ihr seht, ich bin schon wieder am Abstieg.
Genauer gesagt habe ich von den ganzen Kraxeleien jetzt schon locker zwei Drittel wieder hinter mir. Ja, ich habe leider jetzt oben am Gipfel und auch von dem Abstieg jetzt nicht mehr ganz so viel gefilmt hier runter. Der Grund ist eigentlich ein ganz einfacher. Da oben hat dermaßen böse der Wind durchgezogen und es war echt gefühlt scheißkalt. Ich wollte einfach relativ schnell wieder runter und jetzt ab in die Hütte eine schöne warme Suppe essen. Ja, ganz kurz nur für euch, für die Statistik. So, Sekunde, ich muss hier kurz einmal abklettern. Ich habe jetzt tatsächlich bis zum Gipfel insgesamt 4 Stunden gebraucht. Angeschrieben, unten am Parkplatz ist er mit 4,5. Das heißt also, da könnt ihr auch wirklich tatsächlich von den 4,5 könnt ihr ausgehen, wenn ihr hier hochgeht. So, Helm weg, Handschuhe weg, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Nochmal kurzer Rückblick hier und wir verabschieden uns von der Kraxelei zum großen Widerstein. Jetzt steuern wir direkt vorne die Hütte an für ein ordentliches Mittagessen. Jo, Widersteinhütte. 5 Stunden 30 sind wir jetzt unterwegs vom Parkplatz. Und wie gesagt, hier gibt es jetzt erstmal verdiente Mittagspausen. Ich schätze mal, der Abstieg über das Gemsteltal bis zum Auto zurück wird da nochmal locker 2,5 Stunden dauern. Und wir lassen die Widersteinhütte hinter uns, machen uns jetzt auf den Weg zum Gemstelpass. Der ist von hier nur 10-15 Minuten entfernt. Und von da ab geht dann der lange Abstiegshatsche zurück ins Kleinwalsertal. Schaut mal, sehr schön hier erkennbar der Abstiegsweg und dann da hinten um ins Gemsteltal. Die haben ein Leben. Da wird man schon neidisch, oder? Obere oder hintere Gemstelalper, eins von beiden, ich weiß es gerade nicht auswendig. Ja, 6,5 Stunden sind wir jetzt hier unterwegs. Und ja, wie es so schön heißt, Licht am Ende des Tunnels, man sieht zumindest ganz hinten unten schon wieder das Kleinwalsertal. Also wir kommen da dem Ziel näher. Und kurz nach der Gemstelalper, nach der oberen, kommt der Moment wie bei jeder Tour, wo man sich denkt, ernsthaft jetzt? 7 Stunden lang hat das Wetter gehalten, es war kein Regen gemeldet und natürlich, was passiert, es fängt jetzt hier das Regnen an. Da bist du wahnsinnig. Ich meine, es ist nicht schlimm, aber ich mag nasse Schrofen, ich mag ich gar nicht. Jo, hier wird es mal landschaftlich nochmal richtig interessant. Ihr könnt es auch am Geräuschpegel im Hintergrund hören. Hier rechts von uns ist eine kleine Klamm. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie mal ein paar coole Aufnahmen oder Einblicke davon hinbekommen. Weil wir doch sehr, sehr, sehr hoch hier sind im Verhältnis. Wartet mal. Ah, das ist hoch hier. Ja, hier. Guck mal, hier schaut mal. Hier sieht man mal so ein kleines bisschen, was da unten irgendwie so ein kleiner Wasserfall ist. Ich glaube, besser kriegen wir das nicht drauf, aber voll cool. Voll cool. Also da kann man jetzt schon das Fazit ziehen, was Landschaft und Abwechslungsreichtum des Weges angeht. Da kriegt man auf dieser Widersteinumrundung so ziemlich alles geboten, was man sich nur irgendwie wünschen und vorstellen kann. Doch hier nochmal vollkommen neue, aber absolut fantastische Perspektive auf großen und kleinen Widerstein. Gewaltig. So, untere Gemstelalper haben wir erreicht. 7 Stunden 15 Minuten.
seit Start. Oh, bin eigentlich noch zufrieden mit der Zeit. Jo, wie ihr erkennen könnt, ab hier ist jetzt Feierabend mit Steig. Mehr oder weniger wieder Zubringerweg, Forststraße, ja, so ein Mischmasch. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch ziemlich langweilig ausgehatschen bis zum Parkplatz. Hinter mir seht ihr nochmal das obere Gemsteltal mit dem Talschluss hinten. Sehr schöne Landschaft auch. Wenn wir auch nochmal ein bisschen hier gerade rumzoomen, rumschauen. Traumhaft schön hier. So, Freunde, mittlerweile ist die 8. Stunde angebrochen. Ich bin wieder unten im Tal und hatsch jetzt hier an der Breitache entlang zurück zum Parkplatz nach Bad. Das sind ungefähr eine halbe Stunde noch, also ich denke mal so 3-4 Kilometer wird es schon noch sein. Ja, und dann gucken wir dann mal, ob wir hier irgendwo ein bisschen ruhiges Fleckchen finden, wo der Bach nicht ganz so laut ist und wir unser Turnfazit ziehen können. Ein tagfüllendes Programm haben wir hinter uns, wie zu Anfang gesagt. 1400 Höhenmeter, ca. 17 Kilometer und bis jetzt, ich bin noch nicht ganz am Parkplatz, fehlt noch ein bisschen was, 8 Stunden. Davon, ja, ziehen wir mal eine Stunde Pause ab oder sowas, sagen wir irgendwas bei 6,5 Stunden reine Gehzeit. Diese Tour war die Tour des Monats Juli 2023. Ihr konntet da ja abstimmen, ich habe euch einige Touren fürs Allgäu zur Auswahl gestellt. Ihr habt ausgewählt den großen Witterstein, den habe ich heute für euch gemacht. Vielen Dank an der Stelle mal an alle, die an der Abstimmung teilgenommen haben. Das war die erste Tour, oder das erste Video von diesem Format. Da werden aber mit Sicherheit noch mehr kommen. Ich habe im Prinzip vor, mir für jeden Monat irgendein Gebirge, eine Region auszusuchen, bei der ihr euch eine Tour aussuchen könnt. Also in dem Sinne, bleibt da dran bei mir am Kanal. Ja, zur Tour selber würde ich das Fazit da gerne mal auf zweigeteilte Art und Weise ziehen. Und zwar zunächst einmal die reine Umrundung vom großen Witterstein. Das ist eine Tour, die kann ich absolut uneingeschränkt empfehlen. Die dauert zwar auch ein bisschen und hat auch locker 1000 Höhenmeter. Ich würde da mal aus dem Bauch raus vermuten oder schätzen, dass man das, wenn man nicht total unbedarft ist zum Thema Bergwandern, in, ich sag mal, 6 Stunden oder sowas dürfte man das schaffen, die Tour. Bietet landschaftlich unheimlich viel, hat sehr, sehr, sehr abwechslungsreiche Wege. Ich habe da jetzt nicht jede Stelle gefilmt, bei der es einigermaßen was zu sehen gab, um euch da nicht zu sehr zu spoilern. Ihr sollt es ja auch, wenn ihr die Tour nachgeht, ein bisschen was selber zum Rausfinden haben. Aber wie gesagt, Empfehlung auf jeden Fall, Umrundung großer Witterstein ist nie schwerer als T3 und selbst das sind nur ein paar wenige Stellen. Wer die klettertechnische Erfahrung hat, dem sei natürlich auch dann die Besteigung des großen Wittersteins ans Herz gelegt. Das sind 400 Höhenmeter, ca. 400 Höhenmeter. Leichte, anregende Kraxelei im ersten Schwierigkeitsgrad. Es wird wirklich nie schwerer als vielleicht mal ein oberer Einser in dieser kleinen Rinne. Aber das auch nur mit viel gut zureden. Also erster Schwierigkeitsgrad, das passt schon. Die Tritte und Griffe sind sehr gut. Der Fels ist auch sehr kompakt. Selbst der Schotter hält sich einigermaßen in Grenzen. Man muss aber trotzdem ein kleines bisschen Obacht geben, weil man sich nach wie vor eine gute Stunde, 400 Höhenmeter lang, in gefährlichem Absturzgelände bewegt. Also wenn man da wirklich mal stolpern würde, das hätte sehr, sehr, sehr schlimme Konsequenzen. Also insofern nehmt die Tour nicht auf die leichte Schulter. Aber wenn ihr das könnt, wenn ihr im Einzelgelände euch wohlfühlt und da Spaß dran habt, macht's. Die Aussicht oben ist phänomenal. Ja, und zum Schluss bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe sehr, dass euch die Tour gefallen hat. Wenn dem so ist, ihr wisst bestimmt, wie ihr mir das zeigen könnt. Sehr freuen würde mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst, damit das Video auch sich weiter verteilt an andere Leute, die diese Tour vielleicht interessiert. Ja, ich sag Servus, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich mal am Berg und vor allem auch bei der nächsten Tour des Monats. Euer Alpenneo. Und Halleluja und Joche, da vorne ist der Parkplatz in Sicht. Wuhu, wir haben es geschafft.